Ja, hallo und willkommen zurück zu Banished. Wir hatten das letzte Mal die Schule gebaut und hoffen, dass hier jetzt demnächst die ersten Students einziehen werden. Und wir haben kein Leder, um Klamotten zu bauen. Das ist natürlich schlecht. Ja, sonst kann ich nicht klagen. Wir haben jede Menge Essen. Ja, da haben wir wieder Leder. Wir waren hier fleißigst am Abholzen. Steine haben wir im Moment genug. Hier die guten Herren sind am Forestern ohne Ende. Wunderbar. Wir bauen noch ein paar Häuser, da wir das letzte Mal ja gesehen haben, wir haben mehr Familien als Häuser. Dementsprechend müssen wir natürlich gucken, wärt ihr mal so gut hier das Haus zu, das Feld zu bestellen? Das fände ich sehr schön. Sonst hier der gute Herr ist voll, der hier noch nicht. So, und dann ist hier wahrscheinlich auch bald wieder Wild angesiedelt, genau. Und dann können wir hier wieder Leder abbauen. Wir könnten hier oben ja noch einen Jäger hinbauen. Und wir könnten mal, ich weiß ja nicht, wie das ist, aber wenn ich hier jetzt mal eine Straße ziehe, wo war's? Ich habe jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt, muss ich gestehen. Hier lege ich jetzt eine Straße an. Dann baue ich hier noch eine Hunting Cabin. Wo ist sie denn? Genau hier. Zack. Und dann gucken wir mal, dass die hier bald noch mehr Leder ranbringen. Wir haben zwar ein bisschen was auf Vorrat, aber mehr Vorrat schadet natürlich nicht. Wir sind im Sommer und die Felder sehen sehr gut aus. Perfekt. Und ich denke, damit mit der Nahrung kommen wir auch noch ein bisschen hin. So, hier das Haus ist auch bald fertig. Der Vollständigkeit halber würde ich sagen, wir bauen hier noch eine Straße hin. So, genau. Perfekt. So wünsche ich mir das. So, wir haben jetzt schon die ersten Schüler hier. Das ist natürlich perfekt. Und sonst, die Farmer sind hier fleißig am Farmen. Später Sommer, ja, die Felder sehen sehr gut aus. Ja, das freut mich sehr. Die Frage ist jetzt, wenn ich hier Häuser hinbaue, ziehen hier die Arbeiter ein, um hier besser oder näher an der Arbeit zu sein? Das ist jetzt die große Preisfrage. Wir bauen hier mal ein paar Häuser hin. Geben dem Ganzen mal noch ein paar Worker. Bilder meine ich. Spätestens, wenn die Felder abgeerntet sind, sollte es ja auch so sein, dass dann hier die Leute frei werden. So, jetzt haben wir 27 Häuser, 26 Familien. Das heißt, da haben wir wieder Potenzial nach oben. Wir haben noch 17 Kinder, die natürlich alle bald hier in die Schule wollen. Und da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen, eine Hungerphase überstehen. Also an Arbeitern, nicht an Nahrung. So, was sagen eigentlich unsere Herbs? Apropos hier der Herbalist. Ihr seid hier fleißig dran. Herb Limit ist 3000. Wunderbar. Food Limit habe ich mal noch höher gemacht. Was hatte ich hier? Ach, das Clovis Limit hatte ich auf 450 gesetzt. Ja gut, dann könnt ihr hier mal weiter bauen. Und es wäre schön, wenn hier noch jemand den Korb wegnimmt. Dann, kann das auch nächsten Frühling bestellt werden, dieses Feld. Ihr habt hier ganz schön viel zu tun, oder meine ich das nur? Das Haus hier wird auch nicht fertig. Warum, ihr lieben Leute? Achso, ihr seid hier noch alles am Abbauen. Dann baut mal ab. Da will ich euch jetzt nicht reinfuschen. Ja, ich wollte gerade schon sagen, wir gucken mal, was hier oben der Jäger so macht. Aber der kann noch gar nichts machen, weil... Wie auch? Ah, inzwischen haben wir 6 Schüler. Und 15 Kinder. Ich hoffe, die werden nicht zu voll. Die Schule kann 20 Schüler fassen. Und wenn die jetzt alle so langsam dann in Richtung... Na, wie heißt's? Schüler gehen, dann könnte es sein, dass das schon überläuft. Ich werde später natürlich noch Schulen und so weiter brauchen, aber das ist eine andere Geschichte. Kann man dann gucken, wie viele Steine habe ich denn? Stored Stone, jede Menge. Da könnten wir mal ein bisschen hier Steine verbrassen. Ja, machen wir mal. Steinstraßen sind halt schneller. Wer hat, der hat, ne?
Behaupte ich jetzt einfach mal. So. Ziehen wir hier mal überall Steinstraßen, dann sind die noch schneller unterwegs, die guten Herren. Ach, schön, dass das so schnell funktioniert. So, und da ist schon wieder Early Spring. Die Farmer farmern jetzt hier zu... dann machen wir hier mal das Feld auf und das machen wir mal zu. Weil hier, das hat immer noch keiner abgeholt. Was natürlich sehr doof ist. Oder wir machen das so. Ziehen hier ein paar ab. Hoppala, ne, so viel wollte ich gar nicht. Wir gucken jetzt mal, dass hier 4 Felder bestellt werden. Und wir geben dem jetzt mal hier hohe Priorität. Damit das mal abgeholt wird und die Felder bald bestellt werden können. Weil das ist jetzt gerade ein bisschen doof hier. Dann brauchen wir mal Gelegenheit hier dann noch... Ach ja, jede Menge Sachen. Ach Leute, wieso holt ihr das denn nicht ab? Das ist doch doof. Weil wenn die da diesen Korb nicht wegnehmen, können die nicht anbauen. Das ist ein bisschen doof gemacht, aber gut. Kann man so jetzt leider nicht ändern. Und irgendwie fühlt sich keiner dazu... Ja, die laufen alle daran vorbei. Da fühlt sich gerade keiner dafür zuständig. Müssen wir abwarten. Wir haben hier halt noch jede Menge Sachen in der Warteschleife. Aber nun gut. So ist das dann leider. So, wir brauchen dann auf jeden Fall nachher noch 3 Hunter. Sobald das hier fertig ist. Irgendwann. Oh. Lorenzis, der Farmer, ist aufgrund des Alters gestorben. Das ist natürlich doof. Aber wir haben 8 Studenten hier. Also 8 Schüler. Was haben wir hier? Ah, 250 Tool Limit. Dann machen wir mal 300 da draus. Dann kann der gute Herr hier noch ein bisschen was herstellen. So. Und hier tut sich einfach gar nichts. Naja, gut. Noch kommen wir hin mit der Nahrung. Auch wenn unser Städtchen weiter wächst. Wir haben inzwischen 25 Familien, 27 Häuser. Das heißt, da ist Wachstumspotenzial vorprogrammiert. Das finde ich natürlich nicht schlecht. Und die guten Herren hier sollten jetzt einfach mal ein bisschen abbauen. Also anbauen und dann später abbauen. Was haben wir denn hier? Firewood 1000. Auch nicht schlecht. Das heißt, wir bauen erstmal keine Woodcutter hier. Oh, da fällt mir fast mein Mikro um. Was soll das denn hier? Das ist natürlich uncool. So, jetzt steht hier alles wieder. So, die Woodcutter, die brauchen wir im Moment nicht. Die machen wir jetzt auch mal erstmal zu hier. Und dann haben wir wieder ein bisschen Freiraum. So, und den... Genau, den Kollegen hier machen wir auch mal zu. Dann können wir gleich hier einfach noch ein bisschen... Na, wo ist es denn? Der Taylor hier. Zack. Wir müssen mal ein bisschen hier die Arbeitskräfte umkommodeln. Ah, hier, endlich hat jemand das Ding hier weggenommen. Aber die sind schon am... die Ernte am Einfahren. Gut, gut. So, hier fehlen auch noch Sachen. Na gut, hier wird jetzt alles abgeerntet. Finde ich per se nicht falsch. Wir sind im frühen Herbst. Okay. Aber wenn ihr jetzt wieder hier einen Korb stehen lasst... Ich wollte schon sagen, kriege ich aber die Krätze. Also, finde ich nicht so schön, wenn ihr die Körbe stehen lasst. Muss ich ja mal so sagen. Was haben wir denn noch für Seeds? Wir haben Squash und Potatoes. Oh, die Ernte wird dieses Jahr aber nicht so ertragreich wie letztes Jahr, wie es aussieht. Naja, da müssen wir jetzt ein Jahr mit hinkommen. Ist einfach so. 742. Und letztes Jahr hatten wir 1100 Batsch. Vielleicht steigen wir echt mal um auf hier Squash. Und ihr baut hier zu langsam das Zeug wieder ab. Super. Naja, gut. Kriegen wir hin. Wir stellen aber jetzt mal hier auf Squash um für nächstes Jahr. Ich weiß gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Genau, nehmt alle Körbe schön mit. Perfekt. Und jetzt könnt ihr mal ein bisschen was schaffen hier. So, das hier ist auch noch nicht fertig. Ja gut, ist nur einer, ne? Da müssen wir jetzt mal gucken, dass das hier jetzt mal zeitnah fertig wird.
Wir haben 9 Schüler. Das dürfte dann noch nicht mehr ganz so lange dauern. Cool wäre natürlich, wenn die guten Herren hier das abgebaute Holz direkt verwenden würden, als Baumaterial und nicht erst hinschleppen, wegschleppen und sowas. Fände ich persönlich sehr schön, aber gut. Was nicht ist, ist nicht. Hier, das Haus wird auch jetzt bald fertig. Wunderbar. Gut. Hier müssen die guten Herren dann nicht so weit laufen. Ah, hier wird jetzt auch bald gebaut, genauso wie hier. Also die Materialien haben wir alle da. Und wir müssen wieder einen hiervon aufmachen, einen Woodcutter. Damit wir wieder ein bisschen Feuerholz bekommen. Weil wir haben jetzt die Hälfte hier aufgebraucht. Ah, hier. Hier werden sie jetzt wieder zu Arbeitern, die Schüler. Wunderbar, wunderbar. Das heißt, wir haben so die erste, ich sag mal, Hungerphase überstanden. Ja, ich denke, das passt dann. Ja. Gut. Das wird natürlich in nächster Zeit dann noch hier wieder besser. Also, was heißt besser? Die Rate der Laborer, die dann kommen, wird wieder, ich sag mal, ja, wie soll ich sagen, verbessert einfach nur. Also, die kommen wieder stetiger. Hier haben wir zwar jetzt Schüler und alles, aber das ist alles noch im Rahmen. So, Klamotten. Da bräuchten wir jetzt auch mal wieder welche. Das heißt, wir stellen hier mal wieder einen ein. Wir können hier die Bilder wegnehmen, weil die Häuser soweit fertig sind. Ah, Tatsache. Hier wohnt jetzt ein Forester. Hier auch. Ein Hunter. Das ist auch sehr cool. Ja, das finde ich sehr gut. Das heißt, wir können tatsächlich die Häuser so bauen, dass die nah an ihren Betriebsstätten sind. Und dementsprechend können die guten Herren dann, hier sind noch Student, die werden dann bestimmt auch sowas wie Forester oder so. Ja, da wohnt jetzt auch ein Forester, das heißt, die wohnen alle hier und können sehr effizient arbeiten, finde ich super gut. Das gefällt mir, muss ich so einfach mal so sagen. Ach, das gibt's doch nicht, ihr seid hier schon bei 45% und die noch nicht mal bei 30. Leute, was tut ihr denn? So, du bist hier hoffentlich schon ein bisschen am werkeln, ne? Sag mal hier. Wie viel Leder haben wir denn? Jetzt dachte ich, wir haben gar kein Leder. Wieso? Ah doch, hier 10 Leder. Wunderbar. Gut. So, Bilder brauchen wir im Moment gar keine. Aber wir könnten hier mal noch ein bisschen Steinstraße machen. Zack. So, wunderbar. Da setzen wir mal einen Bilder drauf an. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich hoffe zumindest. So, und sonst hier unten, das sieht gut aus. Ist jetzt die Frage, ob ich hier noch eine Reihe Felder hinpläze. Obwohl, hier könnte ich diese Orchards hinpacken, also Obstplantagen. Wäre ja eigentlich auch eine Idee. Dann haben wir ein bisschen Nahrungsvielfalt. Die brauchen zwar ein bisschen, bis sie gebaut werden. Also was heißt gebaut werden? Die brauchen halt ein bisschen, bis ja, dann letztendlich die Bäume gewachsen sind und alles. Aber das ist ja jetzt mal an sich so nicht schlimm. So, und dann werde ich hier noch ein bisschen Straße hinbauen. Und baue hier dann mal noch was? Ah, Food ist low. Ja gut, okay. Aber bald ist Ernte, wir sind im späten Sommer. Bauen wir hier noch so ein Storage-Bahn hin. Zack. Und dadurch bekommen wir dann... Ja, ich weiß, dass Food low ist, aber hier, das, die können jetzt hier bald ernten. Und wenn die geerntet haben, dann sollte das auch laufen. Also dann sollten wir wieder genug haben. So, wir haben schon 12 Schüler und wie ihr hier seht, wir haben immer mehr Erwachsene, die auch natürlich arbeiten können. Und dann werden wir hier mal Plums, also Pflaumen machen. 3 Stück brauchen die und die brauchen auch 3 Stück. 1, 2, 3. Wunderbar. Dann könnt ihr hier schon mal Bäume gleich pflanzen. Die brauchen ja ein bisschen zum Wachsen. Perfekt. So, das hier ist am Bauen. Alles sehr schön. Gefällt mir. Dann haben die hier unten nicht so weite Laufwege gleich zu dieser Storage-Bahn.
können das direkt dahin bringen. Finde ich sehr gut. So, wie viel habt ihr denn jetzt gemacht? 16 Leder. Gut, und was macht ihr so an Holz? 140, 130.